Hallo! Herzlich willkommen zu Freddys Tortenwelt. Der Welt der Torten, der man sich kaum bis gar nicht, Geht zum Herb. Herzlich willkommen. Wir machen heute das vorletzte. Gott, das wird richtig übel. Das vorletzte mittelschwere Rezept. Danach geht es nur noch an die schweren. Aber ihr wisst ja, ich schlage mich hier ganz gut mit der KitchenAid. Aber ich glaube, dann bei den schweren wird mein ganzes Können auf einmal jetzt dann. Das wird schwierig, sage ich nur. Ich glaube, das wird sehr schwierig. Guinness-Kuchen. Max hinter der Kamera heute wieder. Der ist ja unsere Urlaubsvertretung. Bock? Ja. Wie stehst du zu Guinness? Ich hätte tatsächlich Bock auf einen Schluck, als ich das eben schon gesehen habe. Wir haben eben. Es ist 14 Uhr, Max. Ja. Nein. Kuchen ist der absolute Liebling. Bla bla bla. Ich bin mal heute so frei. Sind wir mal ganz ehrlich. Die Backstory bei Guinness-Kuchen, die können wir gar nicht abwarten, selber rauszufinden, weil wir machen ja unsere eigene Geschichte zu dem Kuchen, Leute. Okay. Der kommt hier zum Beispiel aus Schottland, Irland. Ja. England. Ja. Weiß ich. Wir fangen einfach an. Schokoladenteig, es wird ein spannendes Ding. Aber ich glaube, etwas, was wir schaffen könnten. Weil das ist ja sozusagen fast ein Naked Cake. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich bin jetzt bereit. Ofen vorheizen. 170 Grad Ober-Unterhitze. Ich bin bereit. Wir haben schon alles abgewogen, abgemessen, dann geht's los. Zwei Backringe auf 20 cm ein. Oh Gott, schlage das Backpapier ein und setze sie auf ein Lochbrett. Ach du heilige Mutter. So, wir haben zwei Backringe. Jetzt machen wir die auf 20 cm einstellen. Was macht er? Das sind nicht 20 Zentimeter. Nie im Leben. Kleiner Peter von Pietzmiet. Peter. Die gucken die Videos, pass auf. Mann, warum ist denn das jetzt hier so? 20. Einmal, zweimal. So, jetzt haben wir zwei Stück. Jetzt brauchen wir ein Blech. Backblech. So, wie sagt die, das Loch. Blechding, aber damit kann ich gerade nicht dienen. Dafür habe ich aber Backpapier. Und das müssen wir jetzt wieder so weird zweimal einschlagen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Immer noch nicht komplett, aber naja. So. Zack. Viele Leute haben mir mal gesagt, dass man da Wasser ran machen sollte. Ich probiere das jetzt mal, damit das besser hält oder so bappt oder so. So zum Halten bringen. Also da gibt es ganz viele Videos von Sally drüber, aber mal ganz ehrlich, wer hat die Zeit? Guck, bei ihr sieht das immer so cool aus. Die hat das immer so. Guck mal, wie heftig das aussieht. Mir ist das immer wie so ein gescheiterter Sommerurlaub. Oh, ist das anstrengend, ey. Gut. Das wird. Das geht. Ich hasse es so sehr. Also ich würde sagen. Diese Geräusche sind unmenschlich laut. Ich will, dass du einschläfst. Denk, du bist am Strand mit Backpapier. Ich leg dir das Backpapier auf deinen Rücken. ASM Freddy. ASM. ASMM. ASMR oder nicht? Ja. SM Freddy. SM Freddy, was geht ab? Ich krieg's nicht besser gefaltet. Mir ist es auch Wumpe. Ich glaube daran, dass das funktioniert. Oh Mann! Ah! Ich will, dass das hält, Mann! Ja, ich mach das auch gerade geisteskrank verrückt. Sehr schön. Gut. Aus. Dankeschön. Das passt jetzt einfach so. So, Butter schmelzen mit Zucker in einem Topf. In der Zwischenzeit Eier mit Vanilleextrakt und Dings aufschlagen, schaumig schlagen. Das kriege ich hin. Ich liebe das Ding. Hast du schon mal im Einsatz gesehen in Josef? Nee, ich habe das nur tausendmal in dem Video gesehen von dem. Achso, von dem Cutter. Ja. Von der Cutter-Auswahl, ja. Ja. Ich habe auch gerade schon Feedback zu meinem Schnitt bekommen übrigens. Das ist jetzt schon zwei Wochen her. Ja. War nicht sehr positiv. Ja. Habe mir so anderthalb Stunden Zeit genommen, mal meine eigenen Videos zu schneiden. Wegen Migis Urlaub, wo wir jetzt gerade drin sind, ist alles vorproduziert. War nicht so nett, das Feedback. Auf jeden Fall. 500 Kommentare drunter gefühlt jetzt mit bitte nie wieder so ein Video schneiden. Und ich habe noch zwei, drei, die in der Pipeline sind, die genauso geschnitten sind. Das wird der Hammer. Achtung, dieses Video wurde von Sturm auf mich persönlich geschnitten. Achtung, dieses Video wurde von einem neuen Cutter geschnitten. Ja, ich bin immer so im Zwiespalt. Da können wir gerne mal drüber reden. Ich finde das sehr gut. Weil ich bin so im Zwiespalt. Ich mache ja gerade diesen Cutter-Contest. Und ich habe sehr viele Leute dabei, die jetzt sehr weit gekommen sind, die viel so mit Animationen,
nicht so viel mit Text, aber viel mit so kleinen Animationen und Gags und einem schnellen Schnitt reißen. Und ich weiß halt, dass die meisten von euch, weil ich habe es bis dato nur auf Twitch angeguckt und mit meinem Team drüber geredet, aber die meisten meiner YouTube-Zuschauer, die den ganzen Bums hier auch am Laufen halten, das absolut hassen. Also so richtig krankhaft hassen. Und das Ding ist halt immer, es ist schön, dass jemand sowas hat und das dann gesetzt einbaut. Das ist auch mein Plan, weil ich weiß, wenn es jetzt so ein absolut kranker Meme-Schnitt wird, das will ich auch nicht. Aber es ist schon interessant, wie sehr, also da bin ich sehr gespannt drauf, weil es wird sich auf jeden Fall was verändern und es macht mir ein bisschen Sorge auch. Weißt du, was ich meine? Mhm. Macht mir ein bisschen Sorge alles. Also ich probiere es natürlich nah an unserem jetzigen, was heißt Standard? Es ist halt, also wenn du Animationen einfügst, ist es aufwendiger, würde ich sagen, als unser jetziger Standard, bin ich ganz ehrlich. Aber es wird sich sowieso viel verändern. Zum Positiven. Hoffentlich. Mehr Kameras, hier in der Küche, mehr Quality, geilerer Schnitt, fette Steps bis Ende des Jahres. Alles noch dieses Jahr. Das heißt, entweder hasst ihr mich jetzt und geht, oder ihr akzeptiert, wie ich bin. So, Zucker. Klappt doch. Eier drei Stück, aber komplett. Das heißt, wir machen den Eier schon mal, den Eiern. Wir machen ein Ei. Rein, zweites Ei, nein, drittes Ei, nein, Schneewesen kurz hierfür, mal so ein bisschen die Butter-Zucker-Geschichte hier mal ein bisschen aufzulockern, aber naja, es wird langsam, ein Schuss Vanilleextrakt, ein bisschen, ne? Und dann Salz. Weil Salz ist immer wichtig, damit man so einen Kick hat, weißt du? Mhm. Brauchst so ein bisschen kleinen Kick, damit das alles anfängt. Wir benutzen mal hier ganz entspanntes Bambussalz, Alter. Das ist übrigens auch voll wieder von Ankerkraut. Ist besser. Sag mal, Max, das ist ja schon wieder, das ist ja der Hammer. Wo findet man denn den Link? In der Beschreibung? Wir haben ja, den, glaube ich, nicht mal dauerhaft drin. Das wird richtig anstrengend für Joanna alles. Aber sehr gut. Ja, gut. Dann schlagen wir doch mal diese Eier auf. Ich sehe gar nichts. Das macht er jetzt einfach. Einfach geil, ne? Das ist einfach geil. Ich liebe das. Das macht mich so glücklich, dass das alleine funktioniert. So würde ich mir gerne alles vorstellen, was hier in diesem Büro passiert. Ich mache einfach meinen Kack und alles klappt. Wird nie so sein. Nie. Aber das ist mein Wunsch. Deswegen macht mich das so glücklich. So. 250 Gramm. Wie viel ist denn hier drin? Oh. Nicht 250 Gramm. So, machen wir mal hier. Lecker Jinnis, du. Wow. Wow. Da war aber heute Morgen schon jemand fleißig unterwegs. Ist ja schon angetrunken. Ich mach mal kurz hier. Ich halte euch auf dem Laufenden, was die Grammzahl angeht. Es ist hier ganz klar 200. Boah, 250 schon viel, ne? 51 ist es. Es ist 51. Es tut mir sehr leid. Ich mach mal kurz hier so. Guck mal, wie fluffy das ist. Wow. Amazing. Das ist crazy, ne? Kann man da auch diesen Umdrehtest machen? Den Umdrehtest? Wo man das über den Kopf halten muss? Das funktioniert, glaube ich, so nicht. Ich glaube, das will jeder sehen. Nein. Doch. Stopp. Ich mach das jetzt hier zur Butter mal. Oh Gott. Ich rühre jetzt mal ein bisschen um, weil dann geht auch, glaube ich, habe ich das Gefühl, so ein bisschen die Dings da raus, ne? Die Alkohol? Die kommt nicht daraus. Die Alkohol. Reden Sie von die Alkohol wieder. Und das müssen wir jetzt mal kurz 2-3 Minütchen abkühlen lassen. Mhm. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Gut. Die konnte jetzt ein bisschen abkühlen. Heißt, da steht drin, man soll es jetzt unterrühren. Heißt für mich, ich tue das jetzt zu der Masse hinzu. Die Guinness Butter-Zucker-Masse. Hört sich auch an wie so ein ganz schön wilder Tag im Vergnügungspark. Einfach nur. Und dann rühren wir das auf leichter Stufe einfach mal so ein bisschen ein und unter. Jetzt, während das so leicht ein und unter rührt, weniger geht wirklich nicht. Dann machen wir schon mal die trockenen Zutaten vermischen. Wir haben hier Mehl, 250, wir haben Backkakao. Tun wir schon mal in eins. Und ein halber Teelöffel Natron. Ich habe einen Esslöffel, das heißt, das sind dann 1/4 Esslöffel. Stimmt. Dann 2 Teelöffel Backpulver, also 2 Teelöffel ist 1 Esslöffel. Mhm. Funktioniert never so die Rechnung, aber passt schon.
Und fertig. Die Sachen ganz kurz unterheben und dann müssen wir sie eh nochmal durch. Durchmixen. So, das reicht mal. Jetzt machen wir mal das Folgende. Dann bist du jetzt auch mal Teil der wunderbaren Welt des Mixens, Max. Mixen. Das ist das andere. Ich habe Mixen gesagt. Ach so, meine ich auch. Mixen, den ganzen Tag mixen. Nichts anderes mehr machen als? Mixen. Richtig schön mal, wenn man jemanden neu trifft? Mixen. Am Wochenende mal wieder ein Pascha gewesen und da richtig ein? Weggemixt. Das reicht zu mir. So. Du hast angefangen. Ich habe gar nichts. Ich hab nur Mixen gesagt. Du sagst dann, das ist ja zweideutig in meinem Kopf. Das habe ich überhaupt nicht. Ich habe nichts von Zweideutigkeit erwähnt. Ich finde es einfach nur merkwürdig, wenn jemand mixt im Pascha. Cocktails. Ja, klar. Cockpit auch komisch, ne? Ja. Warum das alles immer? Ja, das ist doch, weil das immer meistens zwei Männer sind, die da vorne sitzen. Cock und Pit. Ja. Boah, aber das muss man mal sagen, ne? Ich weiß nicht, ich bin in meinem Leben schon sehr oft geflogen. Hm. Bestimmt schon. Aber du weißt nicht, wie ein Cockpit aussieht. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal eine Pilotin hatte. Nicht? Hatte ich schon oft tatsächlich. Echt? Ja, ja. Also ich früher, nicht. Als ich noch viel geflogen bin. Jetzt nicht mehr so. Weil jetzt fliege ich nicht mehr. Ja, ich auch nicht. Das stimmt gar nicht. Du warst in Griechenland vor einem Monat. Das ist einfach komplett gelogen, einfach nur. Machen wir mal den hier. Boah, das ist ja geil. Ne? Boah. Immer wieder eine Genugtuung, das Ding hier. Boah, das ist echt nice. Besonders dreimal gesiebt einfach. Aber ist das wirklich notwendig? Mm, ja, da, original gleiche Frage von mir am Anfang, aber es wird wirklich richtig viel klümpchenhafter, wenn du es nicht tust. Ja? Übelkrank, also wirklich heftig. Das ist für mich schon so ein Werkzeug, sag ich jetzt mal. Ja. Wo man so sagt, okay, ich backe wirklich nicht oft, mehr hobbymäßig, oft. Sondern das ist schon so. Oder sehr, sehr hobbymäßig, so, also ja, auf jeden Fall. Professionell Hobby schon. Also ich sag mal, wenn du aus Spaß backst, dann machst du ja nun mal was für Freunde oder ganz selten für einen selber oder halt so Resteverwertung. Einfach irgendwas zusammenmixen. Also ich mache eigentlich dann nur für mich selber und ganz selten mache ich Freunde. Ich habe für dich gebacken. Für mich? Ja, in dem Format hier. Stimmt, du hast mir den Kuchen gebacken. Hast du gesehen, wie ich dich nachsynchronisiert habe? Nee. Die ganze Zeit gesagt. Ich habe nicht mal eine Meldung gekriegt, dass das Video online ist. Achso, ist nicht schlimm. Siehst ja unsere Klicks. Viele Leute kriegen die Meldung nicht, dass das Video online ist. Ich muss aber auch sagen, ich bin aktuell sehr wenig auf YouTube unterwegs. Stimmt gar nicht, du bist gerade auf YouTube sogar. Ja, aber mehr auf als so privat auf dieser Plattform. Ah, verstehe ich. Ja, ich bin auch sehr viel beruflich da unterwegs. Ja. Livestreams und so. Was machst du denn so beruflich? Ach, probieren, Julian Bam ranzukommen, das ist mein Job. Die Karte hast du ja noch nicht. Nee. Die sind ja wohl schon besser. Die sind. Du, ich zitiere nur, was du im Stream sagst. Ich sag nix. Das ist halt blöd, Stream. Wenn man immer aufgezeichnet wird, wenn man redet. Ja, das ist halt, also zum einen unfassbar viel Profit, weil du die ganze Zeit irgendwas machst, was Geld bringt, ne? Aber zum anderen blöd, dass dann Leute einen so zitieren. Achso, mit dem Schneebesen sollte man so trüren, mit so einem Stabi. Oh. Okay. Ja, schon direkt reingeschissen. Ich glaube, wir können nochmal neu anfangen. So klar reingeschissen. Warum macht man das jetzt nicht mit der Maschine auf langsam? Weil unterheben, was ich immer noch sicherlich falsch mache, aber so habe ich es jetzt bei Sally zumindest mal irgendwie gesehen, so besser funktioniert. Also weil du hast ja jetzt, sagen wir mal, mit der Maschine den Fluff geschlagen, ne? Ja. Von dem Ei. Mhm. Und den probierst du dir zu bewahren, damit dein Boden, den du jetzt, also das ist der Boden, den wir machen, damit der möglichst fluffig wird. Mhm. Und wenn du jetzt mit der Maschine richtig reinkloppen würdest wieder, dann zerstört das halt die Struktur, weil du schon Mehl und alles drin hast. Ja. Deswegen probiert man es selber mit der Hand zu machen und dann eher sachte und leicht und mit einem Schneebesen, damit du halt die Struktur behältst, weil sonst musst du auch nicht aufschlagen, dann wird es einfach nur so ein Brownie, so ein fester. Mhm. Und genau, die probierst du im Prinzip damit nur so zu erhalten. Ist das gut, wenn ich so dumme Fragen stelle? Oder? Ja, ja, klar. Why not? Also du bist ja jetzt auch die ersten Mal in den Videos dabei. Viele Leute schalten ja auch vielleicht zum ersten Mal dazu und dann wissen die, er ist nicht 100% so gut wie viele andere im Backen und Kochen, aber er mausert sich so. Ein paar Sachen weiß ich jetzt auch schon. Und ich bin mir sicher, du kriegst noch eine viel detailreichere Aufschlüsselung, warum man das jetzt unterhebt, in den Kommentaren. 1 bis 100 Mal. Okay. Also, haben wir jetzt da untergehoben. Schauen wir mal. Es ist überall so kleine Bläschen noch, weil fluff. Ich habe immer Angst, ich hatte schon in der Vergangenheit mal, dass unten noch so Ablagerungen waren von irgendeinem übrig gebliebenen Zeug. Aber ich glaube, das haben wir ganz okay gemacht. Das sieht zumindest ganz gut aus. Und jetzt geht es im Prinzip darum, dass wir diese beiden Sachen nur aufteilen auf diese beiden Geräte hier und hoffen, beten, dass uns das hier nicht ausläuft, Marc. Was passieren kann. Es ist schon eine hohe Wahrscheinlichkeit, ich bin ganz ehrlich. Es ist wirklich sehr, sehr... Eine sehr wackelige Angelegenheit hier alles, aber wird schon schief gehen, wie es schon so oft
gegangen ist. Also es wird quasi der Boden und der Zwischenboden, oder wie verstehe ich das? Genau, jetzt? Genau. Es sind zwei, also obwohl, nee, die, ja genau, wir unterteilen die nicht, sondern wir machen tatsächlich das erste Mal zwei verschiedene Böden einfach. Da machen wir dann einfach nur eine Creme zwischen und that's it. Muss sagen, ich fand... Okay, das ist also Deckel quasi. Genau, also, mhm. Also das ist der Boden und einmal in der Mitte. Der Deckel ist eine Creme, aber ansonsten sehr, sehr richtig, ja. Und dann einfach schnurstracks in den Ofen. Und dann können wir uns schon mal nämlich um die Creme bemühen, die dann nämlich dazwischen kommt, weil die muss nämlich dann auch nochmal auskühlen. Die müssen dann auskühlen. Creme super einfach. Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen irritiert gerade. Ich dachte, das vorletzte Rezept davon wird richtig heftig. Mhm. Aber ich muss sagen, wir hatten ja schon mal so eine Mikado-Torte, weißt du? Mhm. Und die fand ich richtig viel krasser als das, was wir jetzt hier gemacht haben, muss ich sagen. Aber vielleicht kommt ja noch was oder läuft mir jetzt hier aus, weil ich sehe schon, dass es zumindest da unten durchbubbelt. Erstmal kurz hier rein, unterer Einschub. Let's do it quick. So, zack, Timer auf 40 Minuten. Und dann kümmern wir uns doch direkt mal um die Creme. Ich habe den Joghurt gar nicht da reingetan. Ach, der Joghurt kommt auch noch da rein? Der kommt eigentlich in die Dinger. Ja, das ist jetzt blöd, ne? Oh, scheiße. Das habe ich komplett vergessen. Ja, das können wir jetzt nicht mehr machen. Da habe ich jetzt einfach mal eine ganze Zutat vergessen, ne? Das ist schon belastend. Es wird ein bisschen am Fluff nehmen, aber nicht dramatisch sein. Da habe ich jetzt groß rumgemault. So einfach, oh, wie easy. Vergiss deine ganze Zutat. Tja. Wir sind laktoseintolerant, deswegen haben wir den Joghurt weggelassen. Laktoseintoleranz. Ja, stimmt. Das ist das laktosefreie Rezept. Man kann das auch mit Malzbier machen übrigens, wenn man keinen Alkohol trinkt. Ah, steht ja. Da auch drin. Okay. Und wir machen es halt nur die laktosefreie. Wir mögen halt Alkohol, aber keine Laktose. Stimmt. Großstadt, Kinder. Das ist einfach, das ist so einfach. Also ich bin so gut mit Kuchen jetzt. Guck mal, das rührt für mich. So, und dann auf einmal Joghurt nicht. Sahne aufkochen, dann vom Herd herunter und dann geil. Zane, ist das, nee, ich kann das gar nicht. Ah, ist kein Problem, Max. Ich habe für alles vorgesorgt, beruhig dich. Keine Panik vortäuschen. So, 300 Gramm, kriegen wir hin. Oh, das ist sehr schnell, sehr heiß. Ich mach das nochmal kurz. Oh Gott, keine Panik jetzt. Reicht's mit dem? Sehr gut, das ist ein guter Resteverbrauch, glaube ich, der hier stattfindet. Geil. Geil. So. Sahne. Die lassen wir jetzt aufkochen. Und in der Zwischenzeit machen wir jetzt ganz entspannt. Das hat ja gut funktioniert von gestern. Machen wir doch jetzt mal. Passt ja alles hier in dieser Küche. Es kotzt mich an. 400 Gramm Kuvertüre, das sind diese zwei. Die müssen wir nur ein bisschen klein machen und dann rühren wir das im Prinzip unter und lassen es abkühlen, dann haben wir eine Creme. So einfach ist das. So. Alter. Von der Hitze runter und dann machen wir das mal. Ich weiß nicht, ob es klein genug ist, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, das ist schon sehr groß, was ich hier getan habe. Wird schon gehen. Dauert nur ein bisschen länger. Im Zweifelsfall muss das sogar noch mal auf Hitze. Also viel wird schmelzen jetzt, aber noch nicht alles. So. Das riecht gut. Richtig. Das ist der Traum. Der Traum von jedem Date, Max. Glaubst du, irgendwann gibt es so Geruchsfernsehen? Gab es ja auf der Gamescom, ne? Ehrlich? Mhm. Gab es nicht Fernsehen, aber Gaming. Tatsächlich von Ubisoft. Du konntest das Spiel riechen. Ja, von Ubisoft. Kennst du South Park, diese rundenbasierten... Wenn man das dann noch gleichzeitig hören kann, wäre ja krass. Kennst du South Park, diese rundenbasierten Spiele? Dieses Stick of Truth oder so hieß das, glaube ich. Die hatten zwei Spiele rausgebracht. Ja. Und South Park hatte das tatsächlich mit Ubisoft mitgebracht. Die haben das ja über die publiziert. Und da konntest du dann so eine so In-Nose, so ein Ding anziehen. Das sah ein bisschen aus wie so Bane von Batman, sahst du dann aus. Und dadurch, dass du dann ja immer die Attacken bei South Park waren, dann so Pupsen oder Kotzen oder so, wurden dann immer, wenn die getriggert wurden, von jemandem anderen, dann ausgelöst mit so kleinen Kapseln, die dann den Geruch dir in die Nase gespielt haben. Also wenn dich dann jemand angefurzt hat, hat das nach Furz gerochen und so. Das war wohl mega ekelhaft, also ich habe es leider nicht zocken können, weil es war nur so Backstage verfügbar. Wegen so einem limitierten Aufsatz natürlich, wenn dir was an die Nase steckst, das wollten die jetzt nicht unbedingt in den Messerhallen machen. Aber das gibt's tatsächlich. Krass. Also das fand ich auch heftig, muss ich sagen. So, hat aber geklappt, dauert nur echt lange. So, und jetzt
Lass mal kurz den Rest schmelzen und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn sowohl die Torten komplett abgekühlt sind, als auch die Creme. Und dann gilt es nur noch ans Zusammensetzen. Von daher, lieber Maximiliano, uno, dos, tres. Inzwischen ist alles abgekühlt. Max, sehr ungeduldig jetzt, ne? Du hast das erste Kuchenvideo jetzt mit mir gedreht. Wir werden noch eins drehen zusammen, kann ich jetzt schon sagen. Es dauert lange, ne? Ja. Aber ist gut. So, wir haben jetzt hier unsere Böden. Und als nächstes müssen wir nämlich Kuchenböden daraus machen und dann die nochmal waagerecht durchschneiden und dann die Böden dazwischen nochmal mit Creme bestreichen. Das wusste ich nicht. Dass wir, weil wir haben hier, guck mal, wir haben hier die angeschnittene Torte, das ist sehr dunkel, das ist viel Schoko. Aber hier haben wir oben in der Mitte der Böden nochmal eine Schicht in der Mitte, die wir hier auftragen und dann nochmal eine Schicht Füllung. Also wir haben vier Schichten Füllung jetzt von unserer Creme und das ist ganz schön spannend. Ich probiere das jetzt mal so zu machen wie Sally. Die macht nämlich immer so, knickt das dann um, die Backfolie, und zieht das dann so weird darunter weg. Das habe ich noch nie 100% verstanden, wie die das macht, aber... So, hier oben ist ein bisschen angebrochen. Ich habe leider immer noch nicht diesen, diesen Schaber, muss ich sagen. Weißt du, was ich meine? Es gibt so einen Kuchendurchschneider. Mhm. Der ist sehr interessant, weil da kannst du... Das ist Prinzip, so ein Draht? Ja, genau, diesen Draht, und dann kannst du da durch. Ich habe leider immer nur noch dieses Dönermesser. Aber damit geht es manchmal auch, wenn man Glück hat. Ich probiere es jetzt einfach mal. Vorsichtig, 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 Rüdiger. Nicht so tief, Rüdiger. So. Das hat funktioniert. Das ist doch schon mal gut. Dann nehmen wir uns mal so ein Tortenretterli. Man sieht so, einmal hat er nicht so gut geschnitten, aber geht. Passt, ne? Passabel, wa? Und dann nehmen wir uns hier unsere Creme nämlich. Wir machen jetzt einmal. Riecht auf jeden Fall alles richtig geil. Wirkt auch wie ein ganz okayer Boden. Es gab sicherlich bessere schon, aber zack. Ich habe immer das größte Problem bei solchen Dingern, ist mir mal aufgefallen, ist die Portionierung. Weißt du, was ich meine? Habe ich jetzt hier zu wenig Creme? Habe ich hier zu viel Creme schon, dass es dann gleich nicht mehr reicht? Mhm. So, das ist so das Ding, wo ich immer noch nicht 100% weiß, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, wie sind da die Tipps und Tricks der gelehrten Weisen, die zugucken hier, weißt du, und mir schreiben, wie schlecht ich das mache. Obwohl eigentlich alle sehr nett, muss ich sagen. Eigentlich bei den Tortensachen seid ihr immer sehr nett mit mir, weil ihr wisst, ich lerne noch. Da kann ich eigentlich nichts gegen sagen, bin ich ganz ehrlich. Hallo. Hä? Hä? Was ist jetzt passiert? Ich hab mich voll erschrocken irgendwie. Von nichts. Was passiert denn hier? Da ist hinter dir die Spülmaschine einfach aufgegangen. Das sind Geister. Ja, ich glaube, hier sind wirklich Geister. Max, das sind Geister. So. Jetzt unser Schaber davon ist jetzt weggekommen. Ich weiß nicht mehr, wo der ist. Das stört mich ein bisschen, muss ich dir sagen, Maximiliano. So, hier ist okay. Und perfekt geschnitten zweimal. Insane. Zweiter Tortenretter. Let's go. Alter. Ist das wirklich dafür da? Ja, damit du diese Böden vernünftig abnehmen kannst, weil sonst hast du ja super wenig Platten. Und ich habe früher immer damals mit so zwei Pfannenwändern dann probiert, diese Böden zu teilen. Und das ist halt Murks. So. Weißt du, du zerhaust dir damit immer den Boden. Ja, absoluter Murks. Ich weiß nicht, ich hätte super gerne, muss ich sagen, nachdem das ausgekühlt ist, dieses ganze Ding nochmal aufgeschlagen, also diese Sahne, um das einfach ein bisschen fluffiger zu machen. Weißt du, was ich meine? Warum hast du das aber nicht gemacht? Steht nicht hier drin. Hier steht, Sahne aufkochen, Kuvertüre dazugeben und dann auf Zimmertemperatur. Setze den Boden nun immer mit einer Creme dazwischen aufeinander. Ja. Also von crememäßig ist das fertig. Ich würde halt nur, also ich hätte es voll gerne aufgeschlagen. Aber es sieht doch auch ein bisschen fluffiger aus. Ja, ja, genau. Die Creme sieht auch fluffiger aus als so fest. Also obwohl die ist jetzt halt wirklich nur auf Zimmertemperatur runtergekühlt. Ne? Kannst du ja noch in Dings machen, also noch weiter kühlen lassen. Aber ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht. Und so. Perfekt. Guten Tag. Guten Tag. So, und dann können wir den hier direkt jetzt liegen lassen, Max. Jetzt wird's wild, sag ich dir. Jetzt wird's verrückt. Jetzt mal. Zack. Kannst du mir noch nicht erzählen, dass die auch so bleiben will, kannst du mir nicht erzählen. Weißt du, was ich meine? So, das kommt dann noch in den Kühlschrank bestimmt, oder? Ist das so ein Standardding, dass man so einen Kuchen immer in den Kühlschrank stellt? Ja, nicht unbedingt. Also steht zumindest auch nichts von dem Kühlschrank bei ihr jetzt. Oh. 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 Der rutscht. Warum rutscht er?
Jetzt kannst du das Video nennen, wir machen den größten Oreo der Welt. Ach, oben drauf kommt jetzt nochmal. Ja, aber da läuft es doch runter. Mir läuft es ja schon an der Seite raus. Also irgendwas, ist doch ganz geil, wenn's runter. Irgendwas habe ich hier nicht korrekt gemacht, aber bei ihr ist es ja wirklich fest. Weißt du, was ich meine? Das ist der Joghurt im Kuchen, der nichts mit der Creme zu tun hat. Aber die Creme fühlt sich nicht richtig an. Ich hätte die nochmal aufschlagen sollen, ich sag's dir. Steht da aber nicht. Hier steht nichts von aufschlagen. Die hat es einfach auch nur so gemacht. Ah, das wird viel zu viel sein. Oh mein Gott, Alter. Ja, never. Also guck mal, wie dünn diese Creme. Es ist zu wenig. Oh mein Gott, Alter, das wird nix, Max. Das wird nix. Hauptsache, es schmeckt. Hauptsache, es schmeckt. So ein Kindergeburtstag. Mir ist das egal. Hauptsache, es schmeckt. Es ist nicht wichtig, Esser zu werden. Hauptsache, du hast Spaß dabei. Du wirst Erster. Nur Sieger kommen weiter. Es ist nicht wichtig, viele Abonnenten zu haben. Hauptsache, du hast Spaß bei deinen Videos. Backstage mit vielen Abonnenten. Ich mache das jetzt einfach so. Es wirkt ein bisschen so, als wäre es jetzt so ein Naked Cake gefühlt, aber... Sollte es jetzt nicht sein, also... Ich finde, es sieht ganz nice aus. Ja, also es läuft halt sehr stark und verläuft halt sehr stark. Und diese Platten sind halt immer noch unfassbar rutschig aufeinander. Also es sieht nicht so aus wie auf dem Bild. Und das kann jetzt nicht nur am Joghurt im Kuchen liegen. Weißt du, was ich meine? Also ich hätte das nochmal aufgeschlagen wegen der Sahne. Oder ist hier ein Step vergessen worden? Oder? Also nein, auf gar keinen Fall. Aber ich würde sagen, ich richte es ein bisschen her, Max. Und dann gibt es jetzt mal kurz Max Beauty Shots, ne? Max? Beauty Shots, Aufnahmen, hat Miguel dann geschnitten, kommen jetzt. Nice, hast du gut gemacht, glaube ich. Weiß ich. Ich gucke dir in die Augen und weiß, super. So, ich schneide das jetzt an. Mach das. Freust du dich auf ein Stück? Ich hab richtig Bock, ja. Also so sieht's ähnlich aus. Die Creme ist halt nur zu flüssig. Ach Mann, da knallt er dann einfach auf den Teller. Was bin ich hier? Ästhetik oder was? Was ist das? Das ist Ästhetik. Ästhetik ist immer wichtig. Guck mal, das merkt man aber auch, dass das die beiden sind hier. Oh, los geht's. Boah, das ist auf jeden Fall so ein, das ist auf jeden Fall so ein Ding, da bist du fertig nach. Schmeckt gar nichts von dem Guinness übrigens, ne? Null. Krankgeil, oh mein Krankgeil, Gott. Aber ich glaube echt, mit Joghurt wäre es noch so ein bisschen fluffiger. Fluffiger, ne? Oh mein Gott, das ist so lecker. Das schmeckt ein bisschen wie die Torte von Vanessa. Nur in richtig. In weniger sahnig. In weniger sahnig, ja. Boah, damit bist du echt fertig nach so einem Ding. Das ist schon 4000 Kalorien auf so einem Stückchen, ne? Gut, ne? Sehr gut. Hätten wir mal Joghurt reingetan. Der fehlt. Na, da sage ich doch mal. Bis zum nächsten Mal, ihr kleinen Racker. Bis zum nächsten Mal, bleibt schön wacker. Haut rein, seid bereit, denn im Oktober könnte es schneien. Klimaerwärmung. Klimaerwärmung. Tschüss. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.